Hallo meine Lieben, in diesem Video geht es um das Thema WordPress 404 Fehler und Weiterleitungen. Warum das dich viel Geld kostet, beziehungsweise warum du das unbedingt managen solltest, das erkläre ich dir eben in diesem Video speziell fokussiert, wie du das auch in WordPress lösen wirst. Mein Name ist Sebastian Wahaska, ich bin Inhaber und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur ITHelps. Wir beschäftigen uns den ganzen Tag mit Webseiten, Webshops, dass die mehr Traffic, mehr Verkäufe und eine bessere Sichtbarkeit in Google bekommen. 404 Fehler. Was sind 404 Fehler? Wird eine Webseite aufgerufen, die es nicht mehr gibt, dann wird eine 404-Seite, sagt man, aufgerufen. Sprich, Seiten, die es früher vielleicht mal gab oder und heute nicht mehr gibt, ist es zu vermeiden. Warum? Stellt euch vor, ihr habt einen Zeitungsartikel und dieser Zeitungsartikel verlinkt auf eure Website, auf ein Produkt oder eine Kategorie oder auf eure Dienstleistung. Dann kommen ja viele Leute dorthin. Und wenn ihr natürlich hier etwas mal in der Zukunft oder in der Vergangenheit eben geändert habt und diesen URL gibt es nicht mehr, dann würden alle Besucher, die Zeitungsanzeige auf den Link klicken, eben auf eine Fehlerseite kommen und würden vielleicht natürlich abspringen, weil sie sagen, ich finde das nicht, was ich suche, somit gehe ich wieder. Und das ist ja total schade. Vor allem im Webshop kann das sehr oft passieren, dass einfach Links nicht mehr funktionieren. Schauen wir uns mal an, wie das auf einer Website aussieht. Ich habe jetzt hier auf der einen Seite ein IT-Unternehmen in Wien aufgerufen, techbull.at. Wenn ich da /video eingebe, das gibt es nicht, diesen URL hoffe ich. Dann kommt eben so eine Fehlerseite, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wo eben einfach keine Seite gefunden wird. Auch bei ITHelps, auch wir haben sowas natürlich, das hat grundsätzlich jede Website. Wenn ich auch hier Video eingebe und es gibt den URL nicht, kommt hier so eine 404-Seite, wo man sagt, okay, oh mein Gott, tut mir leid, es gibt hier keinen Inhalt. So, was macht man, wenn sowas kommt? Man geht wieder auf die Startseite oder verlässt eben die Website. Wie man das verhindern kann, zeige ich euch eben jetzt mit WordPress. Ich habe hier eine Testumgebung aufgesetzt, das ist einfach eine Test-WordPress-Seite, die fast leer ist. Und wenn ich jetzt eben hier eingebe /video, dann gibt es diesen Inhalt nicht. Und auch hier gibt es sozusagen, tut mir leid, die Seite konnte nicht gefunden werden. Ich empfehle in WordPress das Plugin Redirection. Das ist kostenfrei. Installieren könnt ihr, wenn ihr auf Plugins geht, installieren. Und dann gibt es ein Verzeichnis, wo man dann hier einfach Redirections suchen kann. Und dann ist es dieses Plugin, was man installiert, eben kostenfrei und aktiviert. Ihr findet das Werkzeug dann oder dieses Plugin unter Werkzeuge Redirection und habt hier zwei primäre Screens. Das eine ist eben ein Log. Ein Log bedeutet, ihr seht alle Aufrufe, die zu einem Fehler führten. Das ist eben hier 404. Hier sehen wir das Video, das heißt, das war dieser URL, der aufgerufen worden ist. Wenn ihr sehr viele dieser hier an Seiten habt, empfehle ich euch immer hier nach URL zu gruppieren, weil dann misst das Tool euch auch die Anzahl, wie oft das eben aufgerufen worden ist. Und ich würde natürlich die beheben, die sehr oft aufgerufen werden und eben die vielleicht nur einmal unabsichtlich aufgerufen worden sind, kann man vielleicht auch ein bisschen mehr ignorieren. Gut, also heißt Video, greifen mehrere Leute auf uns zu und ich möchte gerne einen Nachfolger definieren. Sprich, ich kann hier eben draufdrücken und sagen Umleitung hinzufügen. Dann gehe ich auf der Website und überlege mir, was könnte der Nachfolger von Video sein. Gehen wir mal davon aus, Video war mal ein Blogartikel und ich möchte ihn zum neuen Blogartikel Hello World umleiten. Dann gebe ich einfach da das Ziel ein, also was ist der Nachfolger, aktiviere das HKL Logs für Einträge löschen, Umleitung hinzufügen und voilà. Das heißt, immer wenn ich jetzt hier Video eingebe, dann werde ich umgeleitet auf Hello World und eine Seite ist da. Und das ist eben das Coole. Das heißt, immer wenn ihr auf eurer WordPress-Seite Inhalte oder URLs verändert, kümmert euch darum, dass eben es Umleitungen gibt oder Redirection im Englischen genannt. Im Screen Umleitungen seht ihr, welche Umleitungen alle schon eingeloggt sind bzw. eingerichtet worden sind und wie oft diese eben aufgerufen worden sind oder verwendet worden. Ein wahnsinnig wichtiges Tool, wenn es viel Veränderung gab, wenn ihr einen Relaunch hattet, würde ich so einen Monitor aktivieren, um einfach zu schauen, haben wir URLs vergessen oder sonstiges, wer ruft die auf von der Außenwelt
um das einfach zu managen, weil es kann euch hier SEO-Sichtbarkeit sozusagen verloren gehen. Ihr verliert vielleicht Webseitenbesucher dadurch und ihr verliert Umsatz, weil komme ich auf einen Shop immer wieder auf 404 Fehler, dann verlasse ich einfach den Shop ohne zu kaufen und gehe zu einem anderen Online-Shop, wo es eben keine 404 Fehler gibt. Ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen, das zu managen, und ich hoffe, ich habe dir auch beibringen können, warum das so wichtig ist, sich das anzuschauen. Ich empfehle dir, alle 6 bis 12 Monate diesen Monitor zu überprüfen, um zu schauen, welche URLs werden sehr oft aufgerufen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen über ein Like, abonniere unseren Kanal und wir sehen uns im nächsten Video.